Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind mit dem Tram Sim Vienna unterwegs und zwar mit der E1. Das ist der Führerstand von der E1 und sind auf der Linie U2Z unterwegs in Richtung Schottenring. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Tram mal ganz kurz an, machen hier mal die erste Tür auf und steigen mal aus. Oh, und schaut euch mal das schöne Modell an mit den alten Holzsitzen. Hier den Ticketautomaten. Ah, richtig, richtig nice. Also wirklich schön gemacht. Ich glaube, die dürften jetzt nicht aufgehen. Nein, jetzt nur die erste Tür. Richtig cool. Hier zum Abstempeln. Nice. Dann gehen wir mal ganz kurz raus. Und schauen uns die mal von außen an. Ah, was eine Schönheit. Richtig nice. Ja, schon mindestens 3 Jahre her, dass ich zum letzten Mal in Wien gewesen bin und mit der Tram gefahren bin. Bösensdorfer Straße. Und das ist der Beiwagen C3. Und wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe, ist er zuletzt 2017 auf der Strecke unterwegs gewesen. Jetzt dann halt noch, wenn überhaupt, historisch unterwegs. Aber schön. Bist du Tesla? Ja, du bist ein Tesla. Steht da einfach so im Stau. Ja, Fahrplan haben wir jetzt keinen. Wir sind im freien Modus unterwegs. Also wir können einfach mal so fahren und das werden wir auch machen. Das heißt, wir steigen hier wieder ein und machen hier die Tür wieder zu. Okay, und dann fahren wir auch schon mal zu der ersten Station. Und wie gesagt, ich bin kein Experte zum Tramfahren. Also wenn ich was falsch mache, schreibt es mir das gerne in die Kommentare. Ich lerne gerne dazu. Hoffen wir mal, dass nichts von rechts kommt. Blinker wäre vielleicht eine Idee. Sieht das draußen aus? Nice. Ich glaube, den können wir gerade drin lassen. Und da fährt ein Ulf vorbei. Wenn wir jetzt vermutlich hinterherfahren. Ja, das war jetzt nicht schlau, was ich da gemacht habe, weil jetzt sehe ich das Signal nicht mehr. Also ein bisschen noch. Oh, da ist gerade ein Kollege recht schnell unterwegs. Ich glaube, das ist der Typ E2 da. Mal reinrollen hier. Machen wir den Blinker wieder aus. Nein, aus bitte. Bitte nicht in den Ulf reinfahren. Der fährt nach Nussdorf. Okay, ziehen wir da nach vorne. Soweit wie es geht. Ja, wir bleiben hier mal stehen und machen die Türen auf. Das machen wir mit dem Button hier. Okay, wir sind jetzt bei der Haltestelle Station Kernerring. Schottenring. Oberer Chaosplatz. Moin Ulf. Ich schau mal ganz kurz nach draußen. Was steht denn da? Oberer Chaosplatz. Und da steht. Komm, zeig das mal bitte nochmal. Oberer Chaosplatz. Scheint zu passen. Gut, sind wir fertig. Einmal Signal. Nice. Abfahrt. Aber... Ne, wir dürfen hier nicht fahren. Ah doch, jetzt dürfen wir. Sieht aber relativ authentisch aus, muss ich sagen. Also ich bin jetzt so selten in Wien, um jetzt sagen können, okay, das Detail ist jetzt falsch. Aber weitestgehend sieht es okay aus. Bei dem, was ich noch im Kopf habe. Deswegen gibt es ein Vorsignal. Opa, Karlsplatz. Umsteigen zu U1. U4. Ja, nein. Das ist falsch. 2. 71. 2A. 59A. Bitte eins weiter.
Burgring. Umsteigen zu 57A. Also bei fast jeder zweiten Testfahrt passiert man das, dass das Ibis entweder eins hinterher ist oder eins zu weit vorne ist. Da komme ich dann nicht so ganz raus, wenn man das richtig bedient. So, dass wir nicht so schnell hier reindüsen. Wunderbar. Nice. Schauen wir uns das mal von draußen wieder an. Ja, aber doch gut gehalten, oder? Ja, und so mittelvoll. Nice. Ja, wir dürften eigentlich wieder fahren. Okay. Gerade mal löschen hier bitte. Und ich mache mal Arbeit dazu. So, der leer. Guck mal, nochmal bimmeln hier. Und das haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, ich bin mir jetzt einfach mit den Geschwindigkeiten noch unsicher, weil ich habe teilweise gelesen, nur 30, dann wieder 50. Also ich hoffe, die dürfen hier 50 fahren. Volkstheater. Umsteigen zu U3. 46. 49. 48A. Oh, das war es aber noch gefährlich mit dem einen, der da abbiegen wollte. Aber nicht, wenn ich los hier auf dem Ring. Oh, die ganz neue Deflexity. Die habe ich in echt noch gar nicht gesehen. Aber sieht ziemlich futuristisch aus. Aber hier war ich schon in echt. Und da bei der Würstelbude. Da habe ich mal ein paar Würstel letztens geholt gehabt, aber die waren weniger geil. So, machen wir hier mal kurz auf. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Hier hinten drin ist dann ein Museum. Also hinter den Gebäuden. Ich meinte, das war da hinten. Oh, das ist ja noch eine Würstelbude. Was gibt's denn hier? Ah nein, hier, Nudeln. Funk Noodles. Was kostet das Zeug hier so? Crispy Duck Noodle Regular 4,80. Das sieht aber gar nicht mehr so ungeil aus. Frühlingsrollen, 6 Stück, 2,50. Boah, die Preise hätte ich gerne in der Schweiz hier. Pizza Kebab, Pizza Kebab. Okay, was kostet hier so Kebab? Ah, man kann es echt nicht erkennen. Schade. Ich glaube, ich halte hier so ein bisschen den Betrieb auf. Wohin fährst denn du? Oh, das gleiche wie ich. Ach, das bin ich. Ich dachte, das wäre der hier. 71. Okay. Gut, dann düsen wir mal. Freigabe raus. Ist die Tür offen? Ja, die Tür ist natürlich wieder offen. Moin. So, Kollege. Ich fahr schon. Mega nice. Ist das der Regierungssitz? Weiß ein bisschen Schande über mich als Österreicher, wenn das nicht weiß. Oh, geile Fenster, das kann man sogar runter machen. Parlament. Umsteigen zu 2. In Richtung Dornbach. Ja, dann habe ich jetzt richtig geraten. Okay, bitte mal alles auf. Und stimmt das mit Parlament jetzt hier? Haltestellebeschriftung, wo bist du? Ja, Parlament. Cool. Gut. Da sind Leute am Einsteigen. Bitte einsteigen, ich will abfahren. Boah, wie kannst du mit sowas rumlaufen? Das sieht voll furchtbar aus. Nice. Zumachen. Dankeschön. Und wir dürfen abdüsen. Jetzt muss ich mal das hier beobachten. Ja, da geht auch wirklich nach oben. Also, ich glaube, das müssten die Fahrstufen sein. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst.
Rathausplatz, Burgtheater. Mega nice. Kommt mir da eigentlich auch beim Naturhistorischen Museum vorbei? Und Kunsthistorischen. Cooler Zebrastreifen, by the way. Oh, viel zu laut. Burgtheater. War ja noch nie drin. Sieht aber schick aus. Alles klar. Dann düsen wir mal wieder. Einmal zumachen hier. Und Freigabe löschen. Eins verstehe ich nicht. A wäre die Mittelstellung. Und wenn ich noch ein bisschen nach vorgehe und drücke A, dann ist er nicht komplett in der Mittelstellung. Erst wenn ich nochmal A drücke, dann ist er erst in der Mittelstellung. So, wir dürfen jetzt auch wieder fahren. Das hat bestimmt einen Grund, aber ich habe natürlich das Handbuch wie immer nicht gelesen. Du fährst jetzt nicht nach rechts. Schottentor. Und wieder halt. Umsteigen zu U2, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 1A. Das war jetzt dezent ein bisschen grob. Aber hier ist doch noch nicht mal jemand. Oh, Wien, ihr braucht zwar intelligente Ampeln, die das nur nach Bedarf machen. Das fahre ich so in Zürich. Da sind wir einfach wesentlich schneller unterwegs mit sowas. Komm, mit grün. Bitte. Dankeschön. Haben die da wirklich die ganzen Lizenzen für die Autos, dass die da die Marken aufklatschen können? Naja, vermutlich ja, weil das Spiel ist nämlich relativ teuer, meine ganzen Extensions. Schottentor! Wunderbar. Freigabe. Bitte einmal einsteigen. Schauen wir uns mal hier um. Also da hat es doch eine Schleife noch hier hinten. Ich glaube, die geht noch da weiter, wenn ich das richtig sehe. Jo, tut sie. Und dann hat es hier noch mal eine. Und Eingang zur U-Bahn. Hier unten. Muss einfach jetzt nichts gehen. Okay, was haben wir hier? Fun. Ziggy-Automat mit einer Tabaktrafik. Smoothie. Coffee to go, 1 Euro. Boah, ist das günstig. Hätte ich auch gern. Falafel-Noodles. Und davon mal Wiener Würstelstand. Okay, 2 Nein oder wie? Und der Mac-Cass. Oh, nice. Oh, McDonald's wäre so mega geil. So Feedback oder so. Okay. Tür zu, bitte. Freigabe löschen. Dürfen wir fahren? Ich glaube nicht, oder? Gehen wir mal klar ein Stück nach vorne. Na, wir dürfen nicht fahren, aber gleich. Können wir gerade mal losdüsen. Und dann dürfte es auch gar nicht mehr so weit sein, bis zum Schottenring. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf. 40A. Und die nächste rote Ampel. Frag mich, ob man das als Passagier genauso prominent hört, als wie der Fahrer hier mit den ganzen Fahrstufen. Hier so durchschalten. Das klingt zumindest hier noch recht laut. Aber da hat auch nicht wirklich was, um sich da vor den Fahrgästen zu schützen. Bis auf die Stange da. Du musst mal stehen bleiben. Hier? Ja.
Gehen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Ja, Wunderbärchen. Dann machen wir die Türen hier auf. Ja, und natürlich wieder die erste Tür. Türen schließen selbstständig. Ja, alle bis auf die erste. Die darf ich mal selber machen. Gut. Aber eigentlich könnte man die Freigabe noch ein bisschen drin lassen. Anna. Aber jetzt dürfen wir eh wieder fahren. Achtung und los. Das heißt, nach links und nach geradeaus hätte man theoretisch jetzt die Freigabe gehabt. Wo auch immer es dahin geht. Moin, Kollege. Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31, 3A. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Und natürlich wieder eine rote Ampel. Aber der Bier wenigstens fahren? Nee, ne. Na doch. Wurde im letzten Moment nochmal umgeschalten hier. Wollt jetzt aufpassen. Da fahren die Rams rum. Okay, das war der Schottenring. Da hat sie die alte Stelle. Da vorne hat es eine. Dann hat sie hier noch zwei. Und da ist die U-Bahn. Und wir sollten jetzt da nach links rein zur Schleife. Machst du es auch? Ja, wunderbar. Was? Nein, ich. Nein. Ich wollte gar nicht aussteigen. Ich wollte eigentlich die Außenansicht mal machen. Die hier. Okay, aber dann müssen wir das jetzt auch schon mal. Aussteigen ist eine voll doofe Idee. Und dann bleiben wir hier mal stehen. An der Wendeschleife. So, da. Liebe Leute, bitte alle aussteigen. Wir sind da. Dann können auch wir mal wieder aussteigen. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Was für ein Stress hier. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Okay. Ja, also das war mal so ein kleiner Ausflug bei Tramsim Vienna. Tramsim Juni könnte man es mal angucken. Das war so mal der E1. Eventuell fahren wir mit der ganz modernen mal. Oder mit der E2. Die E2 ist noch sehr angenehm zum Fahren. Und ja, mal gucken. Hoffe, euch gefallen. Also, wenn ihr da Vorschläge können habt... Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Ja, ist ja schon gut. Wie ich besser fahren kann, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen kann, bla bla bla. Gerne in die Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.